Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge No Place Like Home. Seht diese wundervolle Ebene. Seht ihr's? Hervorragend, ne? Habe ich alles sauber gemacht. Auf der Suche, ich habe die letzte Kiste gefunden, die wir für hinten noch gebraucht haben. Ich habe tatsächlich noch mehrere und diverse Eicheln gefunden, die wir dafür benötigt haben. Ja, alles. Also, und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt machst du mal hier vorne den Weg sauber und da ist er. Da. Zack. Kehre zu Jay zurück. Hallo, Jay. Und wir kehren zu Jay zurück. Hallo, Alan. Das sind ja mächtig feine Eichen, die du da gepflanzt hast. Aber komm, wir dürfen keine Zeit verschwenden. Mhm. Siehst du, seit du die Bäume gepflanzt hast, sind immer mehr Vögel zurückgekehrt. Das sind fantastische Neuigkeiten. Und das ist alles dir zu verdanken. Jetzt muss ich herausfinden, welche einzelnen Vogelarten zurückgekehrt sind. Es wäre toll, wenn du mir dabei helfen würdest, ein Vogelregister anzulegen. Kannst du mir 5 Federn bringen? Fang mit der Suche am besten auf dem Hügel an, auf dem immer noch alte Baumstämme sind. 5 Federn sollten genügen, aber wenn du noch mehr findest, kannst du sie bei mir gegen Belohnungen eintauschen. Einverstanden? Quest, klar doch. Prima, wenn alles klappt, werden meine Vögel uns dabei helfen, den Planeten zu retten. Bring Joy 5 Federn. Wie viele haben wir dabei? 1, 2, 3. Okay, das heißt, wir müssen... Bambusbäumchen, Dekoration. Mhm, okay. Was haben wir denn alles hier? Oh, Weizen. Verschmutztes Weizensaatgut haben wir jetzt richtig gekriegt. Hier Mais-Saatgut haben wir auch. Richtig viele tolle Sachen haben wir bekommen. Hühnerstall, Bauwerk, okay. Okay, das ist Hühnerstall Stufe 2. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich. Okay, was kriege ich denn bei dir? Bei dir kriege ich das, das und das. Okay, wir brauchen Weizen. Unbedingt Weizen. Jo, dann würde ich sagen, wir 5 Federn. Da, wo mal Dingens gestanden hat, bedeutet da, wo die Bäume standen. Das ist da hinten, wo der... Du wisst schon, wo. Da, wo... die Stelle, an der Roboter gestanden hat. Ich habe auch gehofft, dass ich das letzte Trockenholz finde. Habe ich nicht gefunden, leider. So, hier mal lang. Aber wenigstens beginnt die Folge gut, oder? Also, hey. Wo die Baumstämme gestanden haben. Könnte sie meinen, dass wir das hier vielleicht unter Umständen... Naja, vielleicht kriegen wir hier noch Federn. Wer weiß, vielleicht haben wir Glück, kriegen hier noch Federn. Das könnte nämlich der Hügel sein, wo die Bäume gestanden haben. So, dann hier lang, hier rüber, hier runter. Falsch. Komm, mach's weg. Mach's weg, dann haben wir von jeder Seite einen Weg. Das ist wahrscheinlich deutlich besser. Da unten den ganzen Müllflacken gelassen, auch sehr, sehr gut, ne? Hochanständig, was wir da getrieben haben. Hier rüber. Zack. Und hin. Dann ist da nochmal ein Schwein. Also Schweinestall müssen wir auch aufwerten. Das ging, glaube ich, mit Mais, wenn mich nicht alles täuscht. Boah, da ist er. Der letzte. Okay, also... Schön, dass man das dann so gemacht hat, ne? Dann hier mal lang, hier rüber, hier den weglutschen. Wegsaugen mit dem Saugfried. Dann hier. Oh, da ist nochmal ein Buch. Da gibt es Dekoration. Japanisches Zierelement. Dann mal hier lang. Ja, komm, wir machen den Haufen auch gleich noch weg, weil was weg ist, ist weg. Und dann gehen wir mal hier hin und dann da rein. Okay, das nächste Haus, was hervorragend aussieht. Bin ja mal gespannt. Wahrscheinlich ist das wieder eine Quest, die wir halt dann im Vorhinein schon fertig haben. Ich sehe das halt jetzt schon irgendwie kommen. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht, weil wir den Roboter auch haben, schon lange bevor wir ihn eigentlich gebraucht hätten. Oh, neues Rezept, Eiscreme.
Sehr schick. So, alles sauber machen, das Schwein in Gefangenschaft lassen und wieder raus. So, und da sind wir. Die Kuh. Ah, die Kuh will in den Kuhstall. Okay, gut. Also auch die Kuh können wir mitnehmen. Ich dachte, das wäre jetzt irgendeine besondere Kuh. Ist aber gar nicht. Oben ist immer noch dieses Zahnrad. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir hier wirklich 5 Federn zusammenbekommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Da ist ein Haufen Weizen. Ich weiß nicht, ob wir jemals so viel Weizen brauchen werden. Hier können wir mal schön durch. Vielleicht versteckt auch dieser Eisblock natürlich irgendwas vor uns. Dass wir da vielleicht auch noch irgendwo hinkommen, hochkommen, rüberkommen. Okay, also der pflanzt hier die Dinger. Ich glaube, wir haben schon... Ich glaube, wir haben hier 5 Federn zusammengesammelt. Nur nachdem ich ja schon viel zu früh hier war. Wisst ihr, was ich würde sagen? Wir gehen mal zu Opas alter Farm. Das würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ich würde jetzt auch sagen, wir stellen da hinten jetzt noch den letzten an, oder? Weil, hey, wir haben es. Komm, stell ihn hin. Erzwungener Winterschlaf. Auf Eis gelegt. Nimm Schönheitsreparaturen mit Holzschutz und dergleichen. Haben wir alles? Mach. Können ja mal schauen, oder? Und hey. Schadet ja nicht, wenn wir da jetzt ein bisschen gucken. Was wir da jetzt noch brauchen, weil wenn wir sowieso zurück müssen. Okay, das dauert wohl etwas länger. Okay. Gut, dann gucken wir da jetzt nicht. Dann würde ich sagen, ja, das machen wir jetzt noch weg hier für die Kuh, oder? Für die alte Betsy. Für die alte Betsy machen wir das noch. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben hier 5 Federn eingesammelt. Das hat nur nicht so wirklich richtig gut funktioniert und deswegen, ja. Weil das ist der Hügel, an dem die Bäume standen. Ja, und der ist halt einfach mal frei von allem. Also würde ich sagen, wir gehen zum Opa rüber. Mal hier hin, Weltkarte. Und dann schauen wir mal. Also wir sind jetzt hier. Ah, da geht's dann. Gefrorene Gipfelwald. Okay, abbrechen. Wir wollen natürlich hier hin. Ah, da oben geht's dann Richtung Wieste. Okay. Okay, da geht's Richtung... Okay. Dann wollen wir zu Opas alter Farm. Bis gleich. Und da sind wir auch schon 22 Uhr, ne? Mitten in der Nacht eigentlich. So, aber wir haben ja in der letzten Folge haben wir ja Zeug gekauft, ne? Hier, wir können ja hier unseren... Ja, genau. 1, 2, 3. Genau, den können wir auch. Konservierungsmaschine. Oh, wir haben kein Glas. Elektroschrott brauchen wir dafür. Oh. Und da die Superküche. Die Superküche stellen wir jetzt tatsächlich noch her. Da haben wir eh eine. Bloß. Hier haben wir das. Da haben wir das. Haben wir. Nee, da konnten wir dann eins mehr. Hier konnten wir. Und hier konnten wir. Da stellen wir einen her. Hervorragend. Den haben wir auch noch nirgendwo stehen. Aha, und die gibt uns dann bessere Felder. Okay. Cool, dann haben wir das. Aber dann würde ich sagen, dann gucken wir auch gleich, dass wir das irgendwie zusammenbringen. Also wir gehen jetzt erstmal natürlich hier hinten hin. Hier hin, ne? Zack. Mensch! Immer dieses... So, den packst du weg, den packst du bitte weg. Den packst du bitte weg. Das ist nämlich Hafer. Mais. Mais brauchen wir jetzt so her auch nicht, aber das ist ja kein... Das ist ja wieder was ganz anderes. So, hier, das haben wir endlich Rüben. Okay, passt auf, wir nehmen die mit raus, wir packen den da oben rein. Jo, genau. Wir haben 1, 2 Federn. Okay, wir müssen das jetzt ganz an. So, erstmal hier hin, da dann die Kartoffel rein und dieses Ei rein und, oh, wir haben da nochmal einen Picknickkorb. So, dann haben wir das, genau, dann können wir hier noch die Karotten einladen, das können wir noch, das können wir, das können wir.
Den können wir, den hätten wir auch eigentlich gerne noch gekonnt, aber so, dann hier, hier und dann die noch weg. Richtig, da haben wir noch Salat, der eigentlich irgendwo hingehören würde, aber jetzt erstmal der und der da, was ist das hier? Kann als Dekoration verwendet werden, okay. Okay, dann haben wir das soweit, dann machen wir das mal. Also erstmal hier hin. Okay, das wollen wir nicht. Also 3 rübergestellt, 4 rübergestellt, 6, bist du, da bist du. Komm schon. Jetzt ab. Drüber, dann da lang. 7. Verdammt, wir haben das schon, das größte Küchen-Upgrade, ne? Einmal gebaut, Blödel. Naja, dann die 8. Das dürfte dann hier der... Doch hier der Mayonnaise-Schlackerer. Haben doch den... hallo? Haben wir Mayonnaise-Schlackerer Stufe 2 noch gar nicht? Stellen wir den auch mal her. Okay. Könntest du mal bitte... Ist doch... Ach, verdammt. Das ist ja gar nicht der Mayonnaise-Schlackerer. Das ist ja der Einkocher hier hinten, ne? Der auf... Der da war das, ne? Können wir gar nicht. Warum können wir das nicht? Doch, das war der Mayonnaise-Schlackerer, natürlich. Hm. Wieso kann der Mayonnaise-Schlackerer nicht aufgebaut werden? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. So, weder der. Oder haben wir jetzt da verschiedene? Nein, haben wir nicht. Doch, haben wir. Ah, jetzt glaube ich es aber, oder? Ja, genau. Genau falsch rum gekauft, ne? Genau falsch rumgebaut. So, wir haben hier den hier. Das ist der Einkocher. Dafür hätten wir Elektroteile gebraucht. Den können wir nicht machen. Landwirtschaft, da ist der Mayonnaise-Schlackerer. Den brauchen wir hier noch einmal in der Zweier-Variante. Richtig. Dankeschön. Jetzt aber, oder? Jetzt funktioniert's, ne? Hier Mayonnaise-Schlackern auf 4. Richtig. Und wenn der dann fertig geschlackert hat, dann nochmal auf 8. Ach, Menschenskinder, ne? Da bist du halt auch. Okay, da können wir auf dem Deko-Zeug jetzt bauen. Okay, hier auch. Hier nicht, weil wir Küche noch nicht. Okay. Sehr gut. Wissen wir das auch. Wir müssen Mais mitnehmen. Ich glaube, wir haben, wenn mich alles täuscht, haben wir Weizen auch schon. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir auch irgendwo schon Weizen. Das Oats ist Hafer. Lauf mal dahinter. Und dann dahin. Da nicht. Und da. Da auch nicht. Aber da können wir mal hier eine ganze Kiste mit Feldern. Ne? Da können wir mal Felder loswerden. Sehr gut. Dann hierhin. Da sind nur Äpfel und dergleichen drin, da ist Wheat. Da hätten wir Weizen, den nehmen wir mit, den gönnen wir uns, da packen wir den ein, dafür nehmen wir den mit. Da hätten wir schon Blaubeerchen nehmen wir auch mit. Und Pfirsiche, glaube ich, hätten wir noch gebraucht, die nehmen wir selbstverständlich auch mit. Und Mais haben wir gebraucht. Wird auch irgendwie nichts, ne? Hier. Mais hätten wir auch noch benötigt. Haben wir noch Mais? Da haben wir keinen Mais. Da haben wir Mais. Den nehmen wir mit. Dafür lassen wir das da. Genau. Und wir brauchen noch eine. Wir brauchen noch eine Kiste. Das hilft nicht. Hier. Kiste. Stelle her. Zack.
Hier und dann würde ich sagen, ach, da unten haben wir sie ja schon auf der Fünfeste, genau da. Da stellen wir jetzt auch noch eine hin, aber da kommt jetzt erstmal nur Crap rein. Also das da, das da, das da. Obwohl, den können wir ja noch. Den können wir nicht, aber den könnten wir vielleicht noch, wenn es schnell genug geht, was es wohl nicht tut. So, aber den Brunnen, wo stellen wir denn so einen Brunnen? Ich würde den Brunnen ja gerne hier hinstellen. So ist schön zentral. Ja. Ah, da können wir dann auch schön. Ja, natürlich auch toll, wenn man das dann so machen kann. Dann einmal hier hinter. Bitte einmal da ran. Dann hier bitte genommen. Ja, genau. Den einmal genommen. Und da unten haben wir nochmal irgendwo so einen. Den da. Und der kann auch weg. Vorerst. Also würde ich sagen, wir fangen hier an. Und zwar mit dem da. Aber wir haben da schon. Wir haben da zum Glück schon Weizen stehen. Okay, dann haben wir das. Dann gehen wir nochmal hier rein. Dann hätte ich gerne Blaubeeren da unten drin und die roten Rüben vor allem. Rote Rüben hier, genau. So, pack die mal da vorne hin. Dankeschön. Und dann die Blaubeerchen da irgendwo zwischen rein, weil, hey. Blaubeeren. Läuft. Haben wir. Dann haben wir noch Eibei. Wie sieht's hier aus? Da können wir es. Oh Gott. So, hier schön rüber. Zack. Packen wir 2000 rein. Hoppala. Hier hin. Nochmal. Recycle. Macht er. Dann hier hin. Nochmal. Recycle. Macht er auch. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann haben wir hier noch, haben wir da noch irgendwas, was wir bis jetzt noch nicht hatten? Nee, irgendwie. Irgendwie momentan noch nicht, ne? So, ich würde noch gerne hinter zu Rudi. Und wir müssen die Federn mitnehmen. Ja, ich hab's nicht, wisst ihr was? Wir packen die Federn direkt ein. Wir packen die Federn direkt ein, dann vergessen wir sie auch nicht. Hier. Und hier. Das ist dann alles, was wir da so haben. Da haben wir die ganzen Extra-Teile drin, ja, die wir gefunden und nicht benötigt haben. Wir sollten alle Federn haben, wenn mich nicht alles täuscht. So, da ist ein Haufen, da ist Feder. Jawohl, gut, passt. Sehr schön. Und dann einmal kurz zum Rudi. Ich glaube nämlich, bei dem können wir jetzt hier mach mal bitte größeren Rucksack. So, ja, Bärenpflücker könnten wir hier größerer Rucksack freigeschalten. Oh, dafür brauchen wir Zwiebeln. Nein. Müllpresse. Den können wir. Genau, Bohrerhärtung. Da gibt es dann direkt nochmal mehr Power. Gibt es nochmal mehr Bohrerschaden. Den brauchen wir auch, aber für den brauchen wir dann das. Okay. Dafür brauchen wir die. Die kriegen wir dann schon. Wie sieht es hier aus? Hier brauchen wir Oranje. Oranje für Müllpresse. Okay, und dafür... okay. Dafür brauchen wir... Okay, dafür brauchen wir das. Dafür brauchen wir das. Okay, was brauchen wir hierfür? Das können wir uns gönnen. Powerschlag. Nehmen wir uns. Sehr schön. Dann einmal Gruff. Ganz nach hinten. Okay, dafür brauchen wir Oliven und dafür brauchen wir Käse. Wow, Oliven. Das auch noch. Okay, und ich würde sagen, wir werden uns jetzt direkt zu Jay aufmachen, oder? Was meint ihr? Ich würde schon sagen. Können wir machen, es ist 3 Uhr morgens. Wir können... So, auf Eis gelegt. Nimm Schönheitsreparaturen mit Holzschutt, Glas vor. Okay, sehr gut. Dann hier... Pflanze Eicheln auf 4 Erdhaufen. Eicheln sagt, okay, wir sind... Ich bin jetzt da mal direkt zu Jay hin, weil ich mir gedacht habe, hey, was soll das? Hm, lauf mal. Lauf doch da mal ein bisschen. So, jetzt da schön durch, hier rum, hier dran am Haufen vorbei, einmal rum um die Ecke, einmal durch, einmal rüber, nochmal Eicheln auf Erdhaufen pflanzen.
Grandios, da ist sie. Glückwunsch, Alan, du hast bewiesen, dass du eine wahre Freundin der Vögel bist. Ich bin stolz auf dich. Quest, ich habe mein Bestes gegeben. Okay, genug mit dem Kleinkram. Hier ist eine wirklich anspruchsvolle Aufgabe für dich. Ich habe ganz in der Nähe einen Baumpflanzer gesehen. Ein solcher Roboter wäre eine große Hilfe. Aber anscheinend ist er durchgedreht und steckt in einer Art Schleife fest. Statt der Umwelt zu helfen, zerstört er ihre Überreste. Versuche herauszufinden, was mit dem Roboter los ist. Gibt es sonst noch was, was ich wissen sollte? Ach ja, fast vergessen. Wir könnten unterwegs einige Wildschweine begegnen. Ja, hab keine Angst vor ihnen. Sie haben Besseres zu tun, als Menschen anzugreifen. Vielleicht haben sie vergessen, wie sie einst von uns behandelt wurden und sind deshalb nicht mehr aggressiv. Ja, das Thema mit Wildschweinen, das habe ich, glaube ich, bei ganz vielen anderen Spielen zu Genüge. Wir haben aber immer noch eine Verantwortung, ihnen zu helfen. Haben wir den, okay. Der Bau der Wildschweine wurde durch ein Leck in der Fabrik vergiftet. Das Leck wurde lediglich eingefroren. Haben wir schon. Und so verschmutzt ist immer noch die Umgebung. Wir schulden den Wildschweinen also unsere Hilfe. Findest du nicht auch? Was kann ich tun? Du musst etwas trockenes Holz finden, Lagerfeuer entzünden, Bau schmelzen. Dadurch sollte das Gift neutralisiert werden. Danach musst du den Bau mit verschiedenen Ressourcen reparieren und dann sollten noch einige Bäume anpflanzen, damit die armen Schweine vor dem Wind geschützt sind. Die Bäume versorgen die Wildschweine auch mit ihrem Lieblingsfutter, damit sie nicht verhungern. Ja, okay. Um den Roboter und den Wildschweinen helfen, alles klar. So, neutralisiere den Baumpflanzer. Ja, bringe Jay 5 Federn. So, direkt nochmal mit Jay sprechen. Können wir gar nicht. Weißt du was, hier, wir fangen mal an mit dem Kuhstall. Bitte lernen, danke, jetzt haben wir den Kuhstall. Sehr schön, den könnten wir dann auch bald bauen. Dafür brauchen wir Käse, dafür brauchen wir die, genau, das war's. Hopp, hierhin, weiter. Hierhin haben wir auch, wollen wir auch haben. Zack, direkt rein und nochmal einen weiter. Was wollen wir dafür? Wassermelonen. Klar, hey. Wieso kann ich derer jetzt nicht, weil ich dem Roboter noch nicht ganz geholfen habe, richtig, und den Wildschweinen auch nicht. Okay, hey, kein Thema. Ja, wir laufen mal darüber. Okay, hier müssen wir nochmal Bäume pflanzen. Das können wir auch mit den normalen Eicheln machen. Hep, 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 hep. Haben wir, komm schon, wieder außen rum. Da haben wir ja glücklicherweise immer gesammelt, was wir müssen zu Jay zurück. Okay, dann müssen wir zu Jay zurück. Renn! Was für ein Glück, dass wir uns immer direkt um alles kümmern, ne? Ja, dann müssen die Leute nicht so lange warten, bis was passiert. Stopp, Ressourcen. Wieso sagst du mir, ich soll zu Jay zurück, wenn ich gar nicht zu Jay zurück muss? Doof ist das denn? Wir haben ja die Schweine noch nicht drin. Warte mal, wir gehen mal auf die Quest selbst, ja. Hier, tierische Abenteuer, das ist Cornelius, abgeschiedene Hügel. Da haben wir keine Quest mehr, die kriegen wir bestimmt auch noch. So, repariere den Roboter, störe den Satelliten. Eicheln satt, okay. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal weiter, denn irgendwo muss ja, oh, schaut mal, da ist eine Wildsau. Oh, die will rote Rüben. Ja, rote Rüben haben wir noch nicht, ne? Da können wir. Wie sieht's eigentlich mit unserem Inventar aus? Haben wir jetzt alle? Oh, wir haben alle Federn direkt abgegeben. Bekommen haben wir nichts, aber abgegeben haben wir's. Okay, wir brauchen rote Rüben. Rote Rüben sind wir gerade am Anbauen. Da ist ihr zu Hause. Das hilft uns nichts. Also hier weiter. Okay, anscheinend haben wir das jetzt mit Ressourcen schon repariert. Komisch. Naja. Dann müssen wir auf den Hügel da hoch, damit wir dem Roboter helfen können. Das bedeutet, wahrscheinlich müssen wir dann da vorne weiter. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Also, hauen wir rein. Zack. Hier noch. Schön einen abgegeben. Ich weiß, Folge schon wieder super lang, aber hey, ihr habt jetzt auch ganz viel zu gucken müssen, wie wir angebaut haben und so. Also, hey.
Schnellreisepunkt freigeschaltet für vorne für Winterbahn. Okay. Also hier und ich kenne mich ja aus diesem Jahr. Wir machen 20 Minuten Folgen, weil das machen alle anderen auch so. Ja, weiß ich nicht. Wäre ja nicht das erste Spiel, wo ich es nicht hinkriege. Also, warum? Ne? So, wir kommen hier oben rüber, hier durch, da vorbei, dahin. Das ist Glas, das schaffen wir. Da ist nochmal ein Haus. Okay, wir müssen definitiv da drüben weiter. Ja, das wollte ich jetzt natürlich nicht, aber hey, wenn wir schon da sind, ne, dann sind wir halt da jetzt reingefallen. Da müssen wir halt jetzt irgendwie mit da kommen. Da ist nochmal ein Köfferschiff. Da ist nochmal trockenes Holz. Ich weiß nicht, wofür wir es nochmal brauchen, aber wir haben nochmal drei. Wer weiß, vielleicht müssen wir nochmal irgendwas auftauen oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwie New Game Plus oder so. Okay, da ist nochmal so Untergrunddingens. Da kann ich mir jetzt allerdings vorstellen, dass wir tatsächlich mal nicht hin müssen. Lass mal gucken, wo geht's da hin? Geht's da irgendwo hin? Da scheint's irgendwo hin zu gehen. Lass uns da mal weitergehen. Oh. Was war das? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt tut. Läuft es ab oder? Ja, wird schon. Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe jetzt, was das tut. Boah, das ist ein Witz, oder? Okay, da hinten ist nochmal Captain Healing. Okay, hier müssen wir durch. Da ist das, da ist das, da ist der da. Also der, dann hier nochmal. Ja. Verstehe schon. Hier ist auch noch einer. Okay, pass auf, wir gehen da runter. Saugen hier nochmal den ganzen Dreck weg. Hier rüber, hier runter, hier hin. Einmal. Rennen. Mit den und dann. Haben wir den und dann können wir da hoch. Haha. Da ist eine Kuh und neben der Kuh ist ein Koffer. Und da gibt's Omelette. Sehr gut. Okay. Hier lang, hier hin, hier alles schön eingesammelt. Okay, da ist ein Drache. Da ist irgendwie ein Drache. Okay, das ist nur ein ist das nur Bonus? Ist das hier nur Bonus? Um den coolen Drachenkopf zu... Auge ihn ein! Ich will ihn mir auf den Kaminsims legen. Nein. Okay, also hier gibt's Bonus-Kuh. Wissen wir das auch? Hier gibt's Bonus-Müll. Und Bonus Hutschachtel. Hut, nicht Hut. Ganz wichtig. Hut. So, wie sieht's da hin aus? Mhm. Sieht dreckig aus, aber wenigstens ist kein. Doch, da ist ein Splitter dabei. Natürlich ist da auch noch ein Orko. Erwischt. Ja, war ja klar, oder? Also es war so klar, dass es einer nochmal irgendwie wegbenseln muss. Okay, was? Okay. Okay, ich habe das Gefühl, dieses Projekt wird etwas umfangreicher. Ich weiß nicht warum, aber ich könnte es mir vorstellen. Das, was wir da auf unserem Plan sehen, wenn wir
Was zur Hölle quietscht mich hier eigentlich die ganze Zeit an? Der Waschbär. Ja, Waschbär, für dich brauche ich die roten Dinger. Das, ja. Ja, Müllpanda. War das, habe ich gerade eine Banane eingesaugt? Was haben wir da gerade eingesaugt? Da war doch gerade irgendwas Gelbes. Haben wir Mais eingesaugt? Möglich. Keine Ahnung. So, schön der Müll mitgenommen. Hier können wir nichts machen. Nein. Ich glaube sowieso, dass wir jetzt erstmal nur an dem Roboter irgendwas tun können. Dass wir ans andere noch gar nicht rankommen. Ja, also natürlich die Schweine, denen können wir natürlich helfen, wenn wir Dingens haben. Ist jetzt natürlich schon arg seltsam. Ja, da oben können wir noch rein, aber das sieht jetzt irgendwie auch nett aus, wie wir statt. Und das da oben schaut aus wie ein Riesenpilz. Also wäre halt natürlich tatsächlich die Frage, wie kommt man da rein? Was kann man da machen? Oder boah, müssen wir jetzt auf die rote Beete warten? Ja, alles irgendwie doch gerechtfertigt, oder? Wie sieht es hier aus? Gibt es da noch irgendwas? Da unten? Da unten gibt es noch was. Da gehen wir noch mal ganz kurz hin und schauen. Ja, super lange Folge, aber hey... Okay, da können wir bestimmt unseren Wassertank wieder auffüllen. Hier schön da lang. Winzige kleine Pilzchen. Ist natürlich die Frage, ist das da oben? Das frage ich mich nämlich schon länger. Ja, ist das da oben eine Satellitenstation oder ist das ein Kernkraftwerk? Wenn ich ehrlich bin. Ja. Gib mal Glas. So, dann haben wir hier und hier und da geht es nämlich auch nochmal irgendwo hin. Ei. Oh, wartet mal ganz kurz. Ha. Ich glaube, kann das sein? Brauchen wir erstmal die beiden noch weg. Köfferschuh drunter. Jetzt nochmal Wintermütze. So. Hier lang, hier rum, hier rüber. Das saugen wir auch noch ein bisschen weg. Ich glaube nämlich... Das gucken wir jetzt noch in der Folge. Einfach nur, um meine Neugier vollends befriedigt zu haben. Da ist ja auch noch so viel Zeug und Schieb und Graffel... Gerät, Dingens. Hier rum, hier rüber. Ich würde es jetzt einfach nur interessieren. Lauf, renn. So, und zwar hier drüben. Das Ding haben wir aufgemacht und ich will es einfach nur wissen. Ist es das oder ist es das nicht? Warte, ganz kurz hier nochmal. Noch mal ganz kurz sauber gemacht. Einfach nur kurz, weil wir es wissen wollen. Hier sauber gemacht. Das ist nämlich, sieht nämlich genauso aus wie bei den fernen Hügeln. Und ja, hervorragend. Da haben wir es gefunden. Das heißt, wir kommen hier wieder zu unserer Farm. Ja, wir kommen da drüben, kommen wir zu den Hügeln. Da kommen wir, glaube ich, zu der komischen Insel oder zu der. Nee, hier, glaube ich, kommen wir zu der Stadt und hier kommen wir zu keine Ahnung wohin. Wow. Okay. Cool. Wissen wir das auch? Ich gehe jetzt da nach oben, lade ein bisschen aus und würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Bis dahin und ciao.